Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind jetzt raus aus Gainer und sind jetzt fast schon am Meer. Wir machen jetzt eine Runde Fraser Island. Und dafür mieten wir uns einen Four-Wheel Drive, also ein richtig schön geiles Auto. Es ist gerade 5 Uhr früh, wir sind jetzt schon da, wo die Vermietung ist, aber da ist irgendwie noch keiner. Das heißt eigentlich, wir müssen uns 5 Uhr früh uns hier treffen. Um alles fertig zu machen, sind wir heute um 1 Uhr nachts aufgestanden. Also, ich war gar nicht erst schlafen, ich habe die Nacht jetzt durchgemacht. Wir sind jetzt gerade eben auch 3 Stunden gefahren, das heißt, ich kann auf der Fahrt nicht schlafen. Und ich nehme euch mit auf Fraser Island. So in the morning when you start the vehicle, you just gotta spend a minute or two to warm it up. Two-wheel drive at the moment? Yes. Four-wheel drive. If you're ever in doubt with the access tracks, rather than hit them too fast in high range, stop the vehicle, put it in the low range, tackle the access tracks in the low range. Out here we've got the ocean, no driving in the ocean. So wet sand there as well, so we don't want you driving in that wet sand. It's full of hazards and danger. So when you're going northbound up the beach, you're on the high side of the beach, safe driving. So when you've got no cars around you, the best driving is mid-beach. Right down the middle of the beach, that's the best driving. And when you get a vehicle coming in the other direction, just be polite, move a bit higher up the beach, give him plenty of room. Das ist halt die Gehen, oder? Schon. Ja, komm mal. Doch. Brauchen wir nicht mehr, ne? Ja. Wir sind jetzt beim ersten See und da gehen wir eine Runde baden. Selbst Wasser rostet in Australien. Leute, ich komme mir so vor wie in Jurassic Park. Was du denn da? Meinst du, die hält zwei Leute aus? Oh mein Gott, fahr ganz langsam bitte, Alex. Ja. Oh, habt ihr das gerade gemerkt, was gerade passiert ist? Was ist gerade passiert? Es hat gerade die Hinterachse gesperrt, sodass wir da nicht reinkippen. Das war clever von dem Auto. Letzte Station für heute. Wir sind jetzt am Lake McKenzie.
could be an hurt. It was sad for her, but an order is an order. She was a prisoner there in the light. She stood, but she knew they couldn't break her. And by the shore, the bombs were falling with the snow. You wrote to me, cause she wanted me. Lange noch? Keine Ahnung. Moment, da sind auf einmal so viele Sachen. Camping Area ist da. Ranger Station. Ja, noch können wir umdrehen. Nein, da wird der Flug so. Sandy Cape, Leute, das ist die Spitze. Wir können hey, da war doch Orchi. Ja, ob wir da wirklich jetzt hin wollen. Weiter kommt immer nach links oder nach rechts fahren, weil das ist ja Härte. Links, rechts? Keine Ahnung, was steht da? Orchid Beach oder rechts? Aber rechts war scharf. Ja. Ah, Left stand da noch. Sicher? Da stand die Bleff. Aber da stand euch die Beach. Wenn hier die Richtung nicht stand. Guck mal, da vorne ist sogar zweispurig. Ja, dann fahr. Also auf jeden Fall stand in die Richtung die Bleff. Ja, das war in die Richtung. Da waren auch zwei Spuren, die gerade in die Richtung gingen. Irgendwas ist da. Wenn hier ein Pfeil in die Richtung geht, dann fahr. Ich hab's nicht gesehen. Ich dachte nur, da war ein Bleff-Schild. Ja, Leute, wollt ihr einfach gucken? Ich kann nicht aufstehen jetzt. Nein, das Bleff-Schild war auf die Doppelspuren da drüben. Ja. Ich kann mich ja nicht festhalten. Ich muss hier meinen Laptop festhalten. Ich hab fast irgendwie Decke geflogen. Oh, shit, Leute. Oh, der Laptop. Oh, da vorne ist einer. Oh, wir sind auf Holzbrettern. Woo! Ja. Oh, oh. Ich geh mal kurz pinkeln. Junge, ihr hättet mal Luca sehen müssen. Ohne Scheiß, der ist bestimmt 20 cm unten runtergeflogen. Und das Gute ist, ich hatte meine Kappe noch. Ich war wirklich richtig so im Flug. Hast du das gefilmt, Vinny? Ein bisschen. Da ist der Arn, da ist der Vinny. Das ist einfach eine riesige Sanddüne. Das ist ein Paradies hier, Junge. Hiding in the bungalow, she felt so young. The night you wrote to me, cause she wanted me. Wir sind jetzt im letzten Camp angekommen für die Nacht und ich würde sagen, ich beende das Video hier mal und wir sehen uns morgen im nächsten Video, also entweder wieder Montag oder Donnerstag. Haut rein, bis dann. Schaut doch auf Instagram und auf Snapchat vorbei. Jetzt gibt's gleich Nudeln und danach gehe ich schlafen. Ciao!